Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist ein Video über mein allererstes eigenes Buch. Schweißschienenschicht. Mein allererstes eigenes Fotobuch. Es ist ein Bildband zu einer dokumentarischen Serie. Aber worum es genau da geht, wie es dazu zustande kam und wie das alles quasi vom ersten Foto bis hin zu diesem Buch hier entstanden ist, erzähle ich euch in diesem Video. Also starten wir direkt rein. Fangen wir ganz oben an. Von wann bis wann ist dieses Buch überhaupt entstanden? Oder die Fotos? Die Fotos habe ich gemacht im Lockdown vom 7.5., also 7. Mai bis 9. Mai 2021 hat die Stadt Bielefeld die Gleise am Niederwall und auch ein, ja, so ein Kreuzungsstück von Schienen mit Weichen erneuert. Und das habe ich quasi dokumentiert. Aber ohne Benjamin und Janni wäre ich niemals auf diese Idee gekommen. Wir haben uns an diesem Abend des 7. Mai dort in der Stadt getroffen, sind ein bisschen rumgegangen, haben fotografiert. Und einer von den beiden hat mir erzählt, hier wird doch jetzt, gibt's eine große neue Baustelle. Und ich so, hä? Da habe ich gar nichts gehört. Sind wir da hingegangen, haben diese Baumaschinen gesehen, haben den Zaun gesehen. Und da stand auch schon dran Gleiserneuerung. Das wusste ich gar nicht. Einer von den beiden war relativ aufgeklärt und wusste, dass es das gibt und dass es jetzt stattfinden wird. Und da, ohne den wäre ich niemals auf diese Idee gekommen. Dann haben wir da an dem Abend so ein bisschen Fotos gemacht. Es war eigentlich ein Lockdown. Ab 21, 22 Uhr durfte man nicht mehr draußen sein. Aber es war mir egal. Einer der beiden ist auf jeden Fall sehr früh gegangen, weil derjenige nicht wollte, keinen Ärger bekommen wollte. Aber das kann ich auch gut verstehen. Ich bin bis zum Ende geblieben fast. Also ich bin, glaube ich, bis 0 Uhr oder 1 Uhr geblieben. Und habe das quasi dokumentiert. Bin mit den Leuten dort ins Gespräch gekommen, habe mit denen gequatscht, Fragen gestellt. Ich habe eine Menge Löcher denen in den Bauch gequatscht. Also ich habe so viele Fragen da gestellt und mich für das, was sie da tun, interessiert, um zu fragen, was sie da machen und wieso sie es machen. Und das, finde ich, oder hoffe ich, kommt auch in diesem Bildband hier rüber, dass ich versuche, diese Aktion, die da stattfindet, zu beschreiben, zu dokumentieren, wie ich es gesehen habe aus meiner Perspektive. Genau. Ich habe dort in diesen 3 Tagen, weil die Bauarbeiten gingen 3 Tage, vom 7. bis zum 9. und ich habe alle 3 Tage dort Fotos gemacht, von Anfang bis Ende. In der Zeit habe ich da 4862 Fotos gemacht, von denen ich 898 für gut befunden habe, die ich dann ausgesucht habe. Das war halt quasi im Mai 2021. Wie es aber dann zu diesem Buch kam, nur weil ich die Fotos gemacht habe, kam die Idee zu diesem Buch noch gar nicht. Also ich dachte mir, ich würde das irgendwie gerne festhalten, vielleicht in irgendeinem Post, vielleicht in irgendeinem kleinen kurzen Mini-Video, wo ich alles zeige. Aber das war viel Arbeit, das habe ich irgendwie dann wieder verworfen. Ich habe das immer aufgeschrieben, ich habe mir ganz viele Ideen aufgeschrieben. Ich bin so ein Mensch, ich schreibe mir immer viele Ideen auf, aber verwirkliche da nicht viele Ideen. Sollte mal dazu umgehen, von diesem Aufschreiben dann auch zum Machen zu gehen. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich hatte auf jeden Fall diese Idee im Hinterkopf, dass diese Bilder existieren, dass sie fertig sind und dass ich sie nutzen könnte. Das war quasi ja im, ja, Mai. Das war, ich glaube, die vorlesungsfreie Zeit quasi fast gerade. Da ich ja Fotografie und Bildmedien studiere, war das, glaube ich, so in dem Moment mal der Wechsel von 2 Semestern. Also die vorlesungsfreie Zeit. Dann war das Sommersemester. Und in dem habe ich dann das, glaube ich, nicht gemacht. Dann habe ich andere Aufgaben, andere Kurse gehabt und dann hatte ich wieder eine vorlesungsfreie Zeit. Und dann kam es zum Oktober. Oktober 2021. Dort gingen die Kurse wieder los und ich habe einen Kurs gesehen, der hieß Bilder, Buch, Punkt. Von Dirk Fütterer. Und ohne diesen Kurs gäbe es dieses Buch hier gar nicht. Und dieser Kurs, den finde ich bis heute noch echt, das war einer der besten Kurse, den ich je hatte. Also dieser Kurs war echt sehr lehrreich. Ich habe viel gelernt und der hat auch echt Spaß gemacht. Es waren echt viele Sachen, die man tun musste dafür. Und naja gut, man konnte auch wie andere Kommilitonen wenig machen und auch eher schlechtere Resultate haben oder gar keine Resultate. Das gibt es auch, dass einfach Leute den Kurs anfangen und nicht zum Ende kommen. Das ist schade. Aber ich dachte mir, ja, ich probiere es mal. Und ich bin da reingegangen in den Kurs und am Anfang gab es ein Zoom-Meeting, ein Treffen, wo wir dann besprochen haben,
ja, wer möchte was machen gerne. Da hat sich dann, da waren dann alle Kommilitonen, jeder hat eine Idee geäußert. Zum Beispiel ein Kommilitone von mir, Nils, der wollte unbedingt ein Buch über Autos machen. Und so hat jeder sein Thema gesagt. Bis auf eine Person, die liebe Maja. Die hat dann gesagt, sie würde gerne ein Buch machen. Sie kommt aus Kommunikationsdesign, ist im höheren Semester als ich. Und sie hat aber keine Fotos, kein Bildmaterial. Und dann habe ich mich bereit erklärt und gesagt, hey, ich habe tausende Fotos, die kann ich dir gerne zur Verfügung geben. Kannst du gerne was mitmachen. Das war so mein Angebot. Und dann habe ich halt gesagt, so, ich möchte gerne da und darüber ein Thema machen. Und am Ende hat sie dann so gemeint zu mir, hey, wir können auch gerne zusammen eins machen. Ich war erst ein bisschen skeptisch, dachte so, ich würde das schon gerne irgendwie alleine machen, obwohl ich keine Erfahrung habe. Aber am Ende habe ich mich dann doch dazu entschieden, mit ihr gemeinsam den Kurs zu machen. Was, wo ich jetzt im Nachhinein drüber betrachte, dass die beste Entscheidung war, weil alleine wäre ich aufgeschmissen gewesen. Alleine wäre nicht dieses Buch hier in meinen Händen. Ich glaube, das würde ganz anders aussehen und nicht so perfekt. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ja. Das waren so die ersten Schritte im Kurs. Und dann habe ich halt mit Maja zusammengearbeitet. Wir haben viele Tests gemacht, viele Testdrucke und sehr viele ausprobiert. Insgesamt würde ich sagen, war die Arbeit an dem Buch an sich 5 Monate. Vom Oktober bis März, kann man ungefähr sagen. Weil die Prüfung, also am 30. Oktober hat der Kurs angefangen. Der Buchdruck war auch im März fertig und die Prüfung, die Abgabe, die Prüfung war am 31.03.22. So, das ist so ungefähr, dass man weiß, so, dass die Zeitspanne, in der das Buch entstanden ist. Obwohl halt man auch die Zeit mit einberechnen müsste, wann ich die Bilder gemacht habe. Aber das ist ein anderer Punkt. Kommen wir zur Bildauswahl. Ich hatte ja jetzt so 4862 Fotos. Die hatte ich ja zum Glück schon selber runter sortiert auf 898. Und am Ende haben wir wirklich 800 Bilder fast. Wir haben 800 Bilder ausgedruckt und die dann auf den Tischen in meiner Hochschule positioniert. Wir haben die alle einzeln hingelegt und dann hatten Maja und ich darüber diskutiert, ist das Bild gut oder ist das nicht oder ist es nicht gut? Welche Vorteile hat das Bild und das Bild gegenüber dem? Und so haben wir langsam quasi diese Auswahl nochmal runter reduziert von den 800 noch was Bildern auf etwas, womit man besser arbeiten kann, weil man kann nicht in so einem Buch, also man sollte nicht in so einem Buch 800 Bilder reinstecken, das einfach dieselbe Thematik nur beschreibt. Das wäre echt ein bisschen langweilig und viel. Man kann es machen, aber es wäre, glaube ich, kein gutes Buch dann geworden. So habe ich auf Maja auch gehört und wir haben es runtersortiert. Immer mit ihrer Perspektive aus diesem Gestalterischen und meine so aus dieser Fotoperspektive. Und dann waren wir auf 114 Fotos, die auch ungefähr, glaube ich, auch hier drin sind dann am Ende. Oder es waren vielleicht erstmal 120 Fotos oder so, aber hier im Buch sind, glaube ich, 114 Fotos, wenn ich jetzt richtig liege. Ungefähr, roundabout. Lagert mich jetzt nicht fest, wenn es ein paar mehr oder weniger sind. Genau, das zu dem Buch und den Fotos. Und dann sieht man ja hier das Format. Ich habe immer ein anderes Buch daneben halten, weil hier ist ein Magazin. Das ist so DIN A4 Größe, glaube ich. Und das ist mein Buch jetzt. Und das ist, wie man sieht, etwas kleiner. Natürlich kann man so wie Magazin hier gut in der Hand haben und gut durchblättern und lesen. Das haben wir übrigens auch in einem Kurs gemacht, aber in einem anderen. So kann man natürlich auch gut hier durchgucken. Aber das hat eine andere Wirkung auf den Leser. Und wie wir zu diesem kleineren Format hier gekommen sind, das war echt schwierig. Beziehungsweise wir haben viel rumprobiert. Wir hatten so kleine Mini-Dummies gebastelt, wir hatten Testdrucke und die haben wir dann zusammengefaltet, um halt das richtige Format zu bekommen. Wir hatten eins, das war, glaube ich, einen kleinen Tick größer. Dann sind wir dann zum Kurs gegangen, zu Dirk, weil wir haben halt immer wochenweise haben wir dran gearbeitet und Tests gemacht, Maja und ich. Und haben dann immer am Donnerstag, war der Kurs immer um 10 Uhr mit Dirk,
dort haben wir dann das vorgestellt, unseren jetzigen Stand. Und da kamen wir dann hin mit unserem Format und sagten so, hey, das könnten wir uns vorstellen, mit einzelnen Testbildern drin. Und er so, ja, kann man machen. Und er einfach so, und hat das genommen und nochmal umgeknickt und sagte so, so ist perfekt. Und hat einfach dann quasi von jetzt auf gleich durch seine langjährige Erfahrung dieses Format draus gebastelt. Also unser Format noch ein kleines bisschen kleiner gemacht. Und das ist es. Also mit Dirks Hilfe. Und Maya und ich waren davon ein bisschen überrascht. Aber es gefiel uns selber auch sehr gut. Und dabei sind wir auch dann geblieben bei diesem Endformat. Und dann war noch so ein schwieriger Punkt, finde ich, das Papier. Das richtige Papier auszusuchen. Denn wir wollten, dass es nicht so ein, ja, nicht so ein direktes Magazinpapier ist, nicht so ganz dünn. Wir wollten schon, dass es etwas hochwertiger ist. Also hatten wir dickeres Papier, für dickeres Papier uns entschieden und auch Papier mit einer gewissen Struktur. Genau. Und das bedeutet halt auch, die Fotos kommen anders rüber. Wir hatten, ich glaube, 4, 5, 6 oder 7 verschiedene Papiersorten und haben darauf die Bilder gedruckt, um zu gucken, wie die so sind. Da hier einige Bilder bei mir im Buch sind, die dunkel sind, bei der Nacht entstanden, haben wir die zuerst gedruckt, um zu gucken, wie sehr säuft das Schwarz ab, wie dunkel wird das. Und da haben wir dann gesehen, okay, bei einigen Papieren ist es echt schwierig und am Ende haben wir uns für dieses Papier entschieden. Das kann man sogar mal nachgucken. Das steht sogar hinten drin. Papier ist Pergrafica Classic Rough 120 Gramm pro Quadratmeter. Genau. Ja, das ist echt für mich ein tolles Papier, weil es so ein bisschen durch das Roughe auch dieses Bauarbeiterhafte rüberbringt. Also wie gesagt, da drinnen geht es ja um Bauarbeiten, um eine Gleissanierung und da ist es halt dreckig und robust und da wird halt auch gearbeitet. Und deswegen sollte das halt auch nicht so hochglanz, so, ja, nicht so glatt geschmirgeltes Papier sein, sondern halt, das sollte schon, man sollte was fühlen, die Haptik sollte man haben. Genau. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, den Details. Wir haben schon irgendwie gedacht, wir brauchen so eine Art Leitfaden, dieses Orange, was halt diese Bauarbeiter, wie man es hier sieht, die haben halt dieses Orange gehabt und das wollten wir halt auch wieder, dass es sich widerspiegelt hier drin. Und wir haben zwischen den, weil es ja 3 Tage waren, wo dort gearbeitet wurde, haben wir auch 3 Kapitel gemacht. Jeder Tag ein Kapitel. Und diese Kapitel werden getrennt von so, also der ist mit der Einband hier vorne, der ist orange. Und die Kapitel werden dann halt auch getrennt von orangem Papier, was halt wieder dieses Teil der Bauarbeiter widerspiegelt. Hier ist ein kleines Vorwort, so ist der Text hier drin. Es gibt halt ein bisschen Text, aber nicht viel. Genau, und dann gibt es halt die einzelnen Kapitel. Und wie wir am Ende auf Schweißschienenschicht kamen, ich glaube, da war Maya sehr maßgeblich. Meine Ideen waren alle nicht so perfekt und nicht so gut. Aber deswegen, Schweißschienenschicht sind 3 Wörter, die halt thematisch dazu passen, die da drinnen sich widerspiegeln. Und es sind 3 Wörter, quasi auch 3 Kapitel. Also das erste Kapitel, hier sieht man nochmal den ganzen Titel. Und hier kommen wir dann zu dem Vorwort und hier fängt das erste Kapitel an, deswegen auch Schweiß. Das nächste Kapitel würde dann Schienen heißen, das ist dann hier in der Mitte. Das sieht man, hier mal einmal zu kommen. Hier, da ist dann das, da ist dann der Titel in der Mitte. Hier wieder ein bisschen Text dazu. Und das letzte Kapitel, das ist hier. Da ist dann der Titel von dem Kapitel ganz unten. Da ist wieder der Text und ist wieder orange. Das ist ein so ein Detail und deswegen haben wir uns dann auch außen für ein Siebdruck auf Stoff entschieden. Und diese Farbe hier ist Neon Orange.
auch wieder orange wegen drin den Bauarbeitern. Und wir haben halt auch hier drin einen Faden, den man ja sieht, ist eine Fadenbindung. Und hier drin ist halt auch ein orangener Faden. Auch wieder das Orange, was sich widerspiegelt. Auch finde ich ganz wichtig. Hier oben sieht man es auch nochmal, da ist Orange. Ja, ich finde diese ganzen kleinen Details echt super schön da drin. Die Schrift ist auch sowas eher ja, cleanes, steriles, so wie die Deutsche Bahn es ungefähr nutzen würde. So ähnlich, in die Art geht das so ein bisschen rein. Es ist nichts Verschnörkeltes und sowas. Genau. Wir haben hier drin Bilder, die in der Nacht entstanden sind. Die sind auf schwarzem Hintergrund, beziehungsweise auch grau. Also dunkler Hintergrund, dunkle Bilder bei Nacht. Das ist unser Konzept gewesen. Man sieht immer das Bild in der aktuellen Seite und man sieht immer schon wie in so einem Art Filmstreifen, wie bei einem analogen Film, schon so ein bisschen vom nächsten Bild, was angeteasert wird und dann blättert man um und dann sieht man das Bild in ganz. Dann haben wir Bilder, die am Tag entstanden sind, die sind vor einem helleren Hintergrund und da ich an dem Tag morgens, mittags angefangen habe und es dann immer dunkler wurde, wird auch der Hintergrund immer dunkler, grau bis hin wieder zum Schwarz bei Nacht. So, das ist das Konzept. Das gleiche halt auch, warum wir uns außen für Stoff entschieden haben, ist es genauso wie auch drin das Papier. Wir wollten etwas Haptisches haben, wir wollten, dass man es greifbar hat, dass man das, dass es eine Textur gibt. Dass halt diese Bauarbeiter, dass dieses Gestein, diese Schotter, der Dreck rüberkommt richtig, dass man wirklich was spürt. Und das finde ich ist ganz gut gelungen. Wir sind nämlich erst am Anfang des Kurses auch in die Bibliothek gegangen und haben uns verschiedene Bildbände angeschaut, wie andere das machen. Und da war mir schon von vornherein klar, ich würde gern unbedingt was machen mit Stoff. Das finde ich ist besser als jetzt hier sowas Glattes. Hat auch was für sich, es kommt immer auf das jeweilige Thema an. Hier zu einem Magazin passt das vollkommen. Zu diesem Bildband, der etwas rüberbringen soll, passt das hier einfach besser, finde ich. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen zu den Details? Ich glaube nicht. Ich werde auf jeden Fall kleine Bilder noch einblenden zu jeweiligen Punkten immer. Und auch Nahaufnahmen, dass man es besser sehen kann. Genau. Dann hatten Maja und ich, also beziehungsweise eher Maja, hat dann quasi mit den Testdrucken und den Papier, was wir schon irgendwie haben wollten, einen Dummy gebastelt selber. Hat sie selber geklebt, selber gebunden. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Nur es war halt, das Cover war halt nicht so drauf wie jetzt hier. Mit diesem Dummy sind wir dann zu der Buchbinderin gegangen. Die können wir auch nur weiterempfehlen. Bei der habe ich jetzt zweimal dieses Buch jetzt drucken lassen oder machen lassen und es war echt gut. Genau, zum Druck. Wir haben es gedruckt bei mir, also bei uns in der Fachhochschule Bielefeld. Im Bereich Gestaltung, da haben wir eine eigene Druckerei, da haben wir gedruckt und sind mit dem Druckergebnis auch super zufrieden, mit den Preisen natürlich auch. Und dann sind wir mit diesen gedruckten Druckbögen, sind wir dann zu der Buchbinderin gegangen. Da haben wir uns dann entschieden für Bonin, die sitzt am Adenauerplatz, bei der haben wir gute Erfahrungen gemacht und die ist auch echt sehr kompetent in dem, was sie macht, finde ich. Findet Maja auch so. Genau, wir finden das so. Und da haben wir uns dann entschieden, da haben wir dann den Dummy abgegeben und die Druckbögen und sie hat dann daraus quasi das fertige Buch hier gemacht. Das ist eine richtige Handarbeit, eine richtige Kunst. Ja, und das merkt man auch. Und sieht hier vorne noch, ja, auf dem Buchrücken sieht man noch einmal meinen Namen und auch nochmal den Titel, dass wenn das im Regal steht, dass man auch noch ein bisschen was sieht. Ich wollte am Anfang gar nicht meinen Namen drauf haben, mir reicht innen drin, aber dann wurde doch gesagt, das ist ein Kriterium, es wäre wichtig. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass es dann doch klein auf die Seite kommt. Genau, das Buch war dann fertig am 31.03.2022, also 31. März 2022 war das Buch fertig. Wir haben es abgeholt und haben dem Tag noch ein paar Fotos gemacht von dem Buch an Ort und Stelle, wo die Fotos auch entstanden sind, also in der Nähe der Gleisanlagen. Ja, genau das dafür.
31.3. war es fertig und also 21.3. war es fertig und am 31.3. war dann die Prüfung, 10 Tage später. Die haben wir auch, glaube ich, ganz gut gemeistert. Ich glaube, wir haben eine 1 bekommen für das Buch. Ich glaube, es war eine 1. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Also Dirk, super, super Professor und aktuell Dekan. Einfach eine tolle Persönlichkeit, viel Fachwissen. Ja, und ohne ihn, ohne den Kurs und ohne Maya wäre das hier nicht entstanden. So, das ist echt crazy. Fazit würde ich jetzt noch einmal sagen. Ich finde, jeder, der irgendwie Fotos macht, sollte seine Bilder drucken. Es kommt ganz anders rüber, die Fotos hier drin zu sehen, anstatt auf einem Monitor. Auf dem Handy oder Laptop, PC. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, druckt eure Bilder. Das ist echt was anderes. Und probiert mal aus, ein eigenes Buch zu machen. Man kann auch Bücher ganz simpel gestalten für den Anfang. Da gibt es genug Webseiten im Internet, da kann man welche machen. Ja, und das dann ins Regal zu stellen und zu wissen, da sind deine Bilder drin und kann ab und zu durchgucken oder auch mal anderen Leuten in die Hand geben, ist viel besser als hier mal ein Link. Also wenn ich irgendwelchen Leuten davon erzählt habe, habe ich es liebend gerne denen in die Hand gegeben, anstelle einen Link geschickt. Also das ist, finde ich, hat was ganz anderes und es kommt besser rüber. Ja, und jetzt zum Schluss, kommen wir zum Schluss. Ich glaube, es ist ein langes Video geworden. Möchte ich noch allen Leuten Danke sagen. Also Dankeschön an Benjamin und Janni, dass ohne die hätte ich da gar nicht fotografiert. Also ohne die beiden hätte ich da nicht fotografiert. Benjamin und Janni, vielen lieben Dank euch beiden. So sehen die beiden aus. Das sind deren Instagram-Accounts. Danke euch. Dann Nils und Vincent, zwei Kommilitonen von mir, die mich immer bei Fragen, also wenn ich Fragen habe, gehe ich auf die zu. Die helfen mir immer gerne. Das sind einfach super tolle, nette Menschen, einfach tolle Wegbegleiter im Studium, die ich beide nicht missen möchte. Echt tolle Leute. Und die haben, wenn ich Fragen hatte, auch immer geholfen, standen mir die ganze Zeit während des Semesters beiseite. Die haben ihre Bücher leider nicht geschafft in dem Kurs. Egal, aber dennoch tolle Menschen. Hier einmal, wie die beiden aussehen und wie deren Instagram-Accounts sind. Und ganz zum Schluss nochmal Danke an Dirk. Dirk Fütterer für diesen Kurs. Hat Spaß gemacht. Ich kann mich nur bedanken. Ohne dich wäre dieses Buch ja auch nicht entstanden. Danke an Mayas Mutter, die Texte da drin korrigiert hat. Das war, glaube ich, mit der schwierigste Job, weil wenn ich was schreibe, ich kann nicht schreiben. Es endet immer in einer Katastrophe und das war wohl schwierig, es zu lesen, es zu korrigieren. Aber am Ende hat es ja geklappt. Deswegen danke an Mayas Mutter. Und der allergrößten Dank an die liebe Maya Schormann. Ohne sie gäbe es dieses Buch in der Form nicht. Ich hätte es vielleicht selber probiert. Es würde anders aussehen. Es wäre nicht so gut. Es wäre nicht so perfekt. Und Maya, was sie im Bereich Gestaltung, Kommunikationsdesign macht und kann. Sie hat jetzt auch ihren Bachelor bestanden. Ey, das ist mega. Die macht einen super guten Job. Und vielen lieben Dank an Maya. Genau. Tja, damit war es das für dieses Video. Und wer einmal durch das Buch durchgucken möchte, ja, da gibt es hier noch ein paar Einsichten. Tschüss! Thank you.